Ein weiteres Paket von meinem Sponsor Gearbest ist eingetroffen. Es handelt sich um einen Mikrocontroller-Baukasten, der viele interessante Module beinhaltet, jedoch ohne jegliche Dokumentation daherkommt. Den Mangel an Dokumentation werde ich mit vielen Videos und vor allem mit einer Kapitelreihe zum Thema Physical Computing auf meinen Projektseiten beseitigen. In diesem ersten Video werde ich nur einige Möglichkeiten für Projekte mit den vielen enthaltenen Komponenten dieses Kits zeigen, um euch eine Vorstellung davon zu geben, was mit dieser Wunderkiste so alles machbar ist. Zentrales Element ist der Mikrocontroller. Es handelt sich um einen Atmega 328P, der über 20 GPIOs, also Pins, die je nach Vorgabe durch die Software als digitale Ein- oder Ausgänge verwendet werden können. Sechs dieser GPIOs können per Pulsweitenmodulation als analoge Ausgänge verwendet werden und sechs andere Pins fungieren bei Bedarf als analoge Eingänge. 16 MHz Taktrate, 32 KB Programmspeicher und 2 KB Arbeitsspeicher klingen in der heutigen Zeit nach sehr wenig, sind aber für viele interessante Anwendungen vollkommen ausreichend. Programmiert wird der Kleinstcomputer über eine serielle Schnittstelle, die zwei Pins beansprucht. Um das zu ermöglichen, befindet sich der Mikrocontroller auf einer Platine mit einem Konverterchip zur USB-Schnittstelle. Das Board nennt sich Funduino und kann mit der Arduino-Entwicklungsumgebung programmiert werden. Die Spannungsversorgung erfolgt entweder über die USB-Schnittstelle oder über eine externe Gleichspannung zwischen 7 und 12 Volt. Ein Adapter für eine 9 Volt Blockbatterie ist Bestandteil des Baukastens. Der Mikrocontroller muss nicht mit einem Computer verbunden sein, um Software auszuführen. Um Schaltkreise schnell aufbauen zu können, liegen dem Kit ein Steckbrett und entsprechende Kabel bei. Meine kleine Reise durch die Welt der Mikrocontroller beginnt mit dem Schalten einer LED. Klingt einfach, ist aber mit einigen Fallstricken versehen. Unter anderem muss die Polung der LED beachtet werden und es muss ein Reihenwiderstand verwendet werden, der zur LED und zum maximalen Strom des Mikrocontrollers passt. Damit ihr euren Mikrocontroller nicht gleich beim ersten Experiment zerstört, gibt's alleine zu diesem Beispiel ein eigenes Video. Was mit einer LED gelingt, funktioniert auch mit mehreren LEDs. Dem Bausatz liegen 5 rote, 5 gelbe und 5 blaue LEDs bei, jeweils 4 davon sind hier im Einsatz. Mittels Pulsweitenmodulation können die LEDs an den 6 analogen Ausgängen nicht nur ein- und ausgeschaltet, sondern auch gedimmt werden. Und ihr könnt eine kleine Lichtshow programmieren. Drei LEDs in einem Gehäuse mit den Farben Rot, Grün und Blau zeigen, wie sich nahezu jede beliebige Farbe mischen lässt. Viele LEDs in einer Matrix ergeben einen kleinen Bildschirm. Das hier zu sehende Exemplar besteht aus 8×8, also insgesamt 64 Bildpunkten. Wer LEDs schalten kann, kann auch Motoren schalten. Für den hier zu sehenden Schrittmotor werden 4 Ausgänge benötigt. Je nachdem, in welcher Reihenfolge die Pins angesteuert werden, dreht sich der Motor im oder entgegen dem Uhrzeigersinn. Die Frequenz, mit der die Pins geschaltet werden, bestimmt die Drehgeschwindigkeit des Motors. Servos sind kompakte Stellmotoren, die über einen einzelnen Pin angesteuert werden. Benötigt wird dazu an dem Steuerpin ein Pulsweitensignal mit einer Frequenz von 50 Hz und einem Tastgrad zwischen 5 und 10%.
Damit kann der Hebel des Servos zu einer beliebigen Position zwischen 0 Grad und 180 Grad dirigiert werden. Steuern von Peripheriegeräten wird erst dann richtig interessant, wenn der Mikrocontroller auf Einflüsse in seiner Umgebung reagieren kann. Die einfachste Form der Eingabe erfolgt über einen Tastschalter. Auch hierzu gibt's ein Extra-Video, denn falsche Verkabelung im Zusammenhang mit Fehlern in der Software können euren Mikrocontroller zerstören. Macht man's richtig, kann über den Schalter eine Reaktion ausgelöst werden. Wird der Taster gedrückt, leuchtet zum Beispiel eine LED. Wird der Taster losgelassen, so erlischt diese wieder. Ist nicht allzu spannend, denn dazu benötigt man wirklich keinen Mikrocontroller. Man kann mit dem Taster aber auch eine bestimmte Sequenz an Schaltpulsen eingeben und so unterschiedliche Reaktionen an verschiedenen LEDs auslösen. Anstelle des Tasters kann ein Sensor verbaut werden, hier ist ein lichtempfindliches Bauteil an den Pin angeschlossen. Fällt Licht auf den Sensor, so ist die Situation für den Mikrocontroller die gleiche, als wenn der Taster des vorherigen Experiments geschlossen wurde. Da der Sensor auch auf das Umgebungslicht reagiert und recht empfindlich ist, wird dieser mit einem Papierhut abgedeckt und das Licht in meinem Fotostudio ausgeschaltet. Jetzt kann der Mikrocontroller mittels einer Taschenlampe aus der Ferne bedient werden. Wird infrarotes Licht verwendet, so funktioniert dieses Prinzip ebenfalls. Wer jetzt noch zu faul ist, die Pulsfrequenzen selber zu senden, greift zu einer Infrarot-Fernbedienung und drückt auf dieser lediglich die entsprechende Taste. 6 der Eingänge können nicht nur zwischen An und Aus unterscheiden, sondern analoge Signale in einen digitalen Zahlwert umwandeln. Hier fungiert ein Potentiometer als Spannungsteiler und liefert Spannungswerte zwischen 0 und plus 5 Volt. Damit kann der Drehwinkel des Potentiometers erfasst und das Servo des vorherigen Experiments synchron dazu angesteuert werden. Software macht's möglich, dass sich Potentiometer und Servohorn nach einem Tastendruck gegenläufig zueinander bewegen. Ein Joystick besteht aus zwei Potentiometern, womit sich zum Beispiel das Servo durch horizontale Bewegung ansteuern lässt und der Schrittmotor durch vertikale Bewegung des Hebels. Ebenfalls integriert ist ein Schalter, womit sich, wenn gewünscht, per Software die Drehrichtung umkehren lässt. Anstelle des LED-Matrix-Displays kann auch ein 2x16 Zeichen LCD angeschlossen werden. Somit können die Messwerte an den analogen Eingängen angezeigt werden. Im Kit enthalten ist ein Wasserstandsmelder, mit dem der Pegelstand in dem Wasserglas abgelesen werden kann. An einem zweiten Analogeingang ist ein Temperatursensor angeschlossen. Beide Sensoren zeigen die Rohdaten an, die im Bereich zwischen 0 und 1023 liegen. Die Sensoren müssen kalibriert werden, um die Umrechnungsfaktoren für Temperatur und Wasserstand zu erhalten. Reine Zahlwerte können über 7 Segmentanzeigen ausgegeben werden. Entweder nur eine Stelle, oder 4 Stellen in einem Modul. Ausreichend Materialien für ein Eigenbau-Voltmeter.
Um Peripheriegeräte mit hoher Leistung ansteuern zu können, muss das Signal an den Ausgangspins verstärkt werden. Hier geschieht das mit Hilfe eines Relais, das Ströme bis zu 10 Ampere schalten kann. Und damit derart leistungsstarke Motoren nicht von jedem dahergelaufenen Assistenten eines Blödmann-Gehilfen eingeschaltet werden können, gibt man das Relais nur nach Eingabe eines speziellen Codes über die Tastenmatrix frei. Das Entsperren geht einfacher und schneller mit dem RFID-Schlüsselanhänger, der dem Kit beiliegt. Dieser sendet einen Code an den Mikrocontroller, sobald der Chip wenige Millimeter vor das Lesegerät gehalten wird, womit der Motor ebenfalls freigegeben wird. Dem Kit liegt ein Modul bei, mit dem Datum und Uhrzeit abgefragt werden können. Die Uhr läuft batteriegepuffert weiter, auch wenn der Mikrocontroller ausgeschaltet oder per Reset-Taste neu gestartet wird. Somit könnt ihr Verbraucher zeitabhängig schalten. Mit dem Soundmodul wird aus der Uhr ein Wecker. Schnauze! Und mit dem Mikrofonmodul könnt ihr das Wecksignal berührungslos wieder ausschalten. Mit diesem Video habe ich nur einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten gegeben, die dieses Starterkit bietet, um eigene Projekte zu verwirklichen. Wie es genau gemacht wird und was sonst noch so alles geht, könnt ihr in weiteren Videos zu Physical Computing lernen und auf meinen Projektseiten nachlesen. Dort findet ihr auch den Quellcode der hier gezeigten Beispiele. In diesem Sinne, danke fürs Angoogeln und bis bald!